Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Das sind die Messe-Neuheiten oder die Herbst-Neuheiten 2020. Wir haben ja jetzt hier quasi unsere private Spiel aufgebaut. Na, jetzt ist ja wieder hier vorbei mit Spielbetrieb und so weiter wegen Lockdown, Shutdown, Wellenbretter-Lockdown, Lockdown-Light, wie auch immer das genannt wird. Genau, deswegen habe ich jetzt keinen vernünftigen Tisch zur Verfügung. Ne, seht ihr, ich habe hier so einen Außengastrotisch, an dem ich euch jetzt Carretos oder Carretos oder wie auch immer, ich spreche kein Portugiesisch, erklären möchte. Carretos, Carreto heißt Maske im Spanischen und ich glaube auch im Portugiesischen. Und Carretos, das sind quasi das, was bei uns hier die Fasnachts-Hexengeschichten sind. Ne, also das ist eine Tradition, die aus dem keltischen Portugal kommt, also die ist super alt. Das sind so Burschen heutzutage, die sich in so Kostüme hüllen und Leute erschrecken, so wie bei uns halt die Fastnachtshexen. Und um die geht das hier. Die sind hier auf dem Spielbrett und wir sind aber nicht die, sondern wir sind so andere Typen. Und wer wir genau sind und was wir genau machen, erzähle ich euch jetzt hier mehr mit Detailblick auf das Spiel, um euch dann hinterher zu erzählen, wie das bei mir so ankam. Los geht's! In Carretos spielen wir verschiedenste Gruselgestalten. Ich zum Beispiel jetzt hier in dieser Partie die Hexe und den Werwolf. Und diese Spielertableaus, die erklären dann auch, was man machen kann mit seinen Figuren. Grundsätzlich spielen wir hier endlich mal nicht die Helden, sondern wir spielen die fiesen Bösewichter und wir wollen uns um diese Dorfbewohner hier kümmern. Packen wir die mal ein bisschen mehr in die Mitte. So. Zu Spielbeginn sind in diesen ganzen Dörfern auf dem Spielplan verteilt jeweils 5 Dorfbewohner mit ihrem Lagerfeuermarker. Da, weiß nicht, stehen die irgendwie drum rum und erfreuen sich des Lebens. Und weil sie in einer Gruppe sind, fühlen sie sich ganz wahnsinnig sicher. Jede mitspielende Person hat Handkarten und die haben mehrere Informationen. Ich halte die hier mal ins Bild. Das gibt die in 3 verschiedenen Farben. Hier sind Türkis, Rot und Gelb. Und die haben unter Umständen hier oben in der Ecke so ein Symbol. Wenn ich eine Karte spiele und ich spiele später als direkt nachfolgende Karte exakt das gleiche Symbol, so wie in diesem Fall, bekomme ich dadurch eine Bonusaktion. Grundsätzlich geben diese Karten aber einfach die Aktionen vor und die hängen von der Farbe der Karte ab. Ja, das kann dann sein, wie auf diesen beiden Beispielen, dass ich vorher noch eine Sonderaktion bekomme durch die Karte, aber grundsätzlich schauen wir uns erstmal nur die Kartenfarbe an und die Spielertableaus. Die Spielertableaus sagen uns, was wir machen können, je nachdem, welche Farbe wir ausgespielt haben. Dann spiele ich jetzt hier als Hexe zum Beispiel eine rote Karte. Dann darf ich mich 4 Schritte bewegen und kann diese Orte, diese Arten von Orten, quasi als Teleportationspunkte benutzen. Also da kann ich auftauchen als fiese Hexe aus dem Mythos. Wo habe ich sie hier? Die seht ihr hier gerade eben. Ne? Genau, dann spiele ich eine rote Karte, kann 4 Schritte laufen. 1, 2, 3. Da treffe ich jetzt auf diese Carretos, von denen sind 2 im Spiel. Das möchte ich unbedingt vermeiden, also laufe ich da nicht lang. Es sei denn, die sind nicht da. Grundsätzlich sind alle diese Aktionen irgendwie mit Bewegung verbunden. Unter Umständen ist da hier noch dieses Maskensymbol, genauso wie auch hier auf der roten Karte. Das heißt, ich darf aktiv eine der beiden Carretos-Figuren bewegen. So, spiele ich jetzt die, könnte ich die Kollegen hier 2 Felder weit bewegen und dann hinterher meine rote Aktion machen. Worum geht das jetzt? Wir laufen ja nicht einfach nur ziellos übers Brett. Es geht darum, dass wir als Hexe, als Werwolf, als Wolfshirtin, als ruheloser Geist, gibt es ja verschiedene Spukgestalten aus der portugiesischen Mythologie, wollen wir diese Dorfbewohner erschrecken. Das Erschrecken ist unser Hauptziel.
Und immer wenn ich auf eine Gruppe von Dorfbewohnern treffe, dann verstreuen die sich. Dann bekommen die Angst hier jetzt in dem Fall vor der Hexe, die da plötzlich auftaucht. Und das bedeutet, dass ich die Figuren einzeln von diesem Ort fortbewege. In dem Fall haben wir zwei Straßen zur Verfügung. Das heißt, ich kann die nach links und nach rechts schicken. Das Lagerfeuer bleibt kurz liegen und dann nehme ich mir das in meinen persönlichen Vorrat. Denn die Lagerfeuer kann ich ausgeben, um Sonderaktionen zu machen. Genau, wenn es mir gelingt, durch Bewegung, hier ist eine erschreckende, das erklären wir noch schnell, so zack, da sind immer noch Gruppen, das heißt, die entzünden sich sofort ein neues Lagerfeuer, an dem sie sich behaglich fühlen. Ich gehe jetzt wieder erschrecke, dann haben wir hier 5 Wege, wäre das ist also eine Gruppe wie hier eben, die 5, dann müsste jeden Weg entlang einer dieser Dorfbewohner fliehen. Jetzt in diesem Fall kann ich mir halt aussuchen, welche 2 Wege die nutzen. Das Lagerfeuer wiederum bekomme ich in meinen persönlichen Lagerfeuervorrat. Wenn es mir gelingt, einen einzelnen Dorfbewohner zu erreichen, die haben nie ein Lagerfeuer dabei, die sind ganz wahnsinnig verschreckt allein im Wald unterwegs, zack, laufe ich hin, dann nehme ich den gefangen. Und das ist unser Hauptsiegpunktziel. Jede spielende Person bekommt zu Spielbeginn 2 solcher Zielkarten ausgehändigt und entscheidet sich dann, welche sie spielen möchte. Nehmen wir mal die hier. Die würde einfach bedeuten, dass ich am Spielende jeden gelben Dorfbewohner, den ich gefangen habe, das ist mir ja gerade gelungen, 2 Siegpunkte erhalte. Also würde ich in dem Fall größtenteils Jagd auf die gelben Kollegen machen. So, dann kommen wir zu den Caretos. Wie gesagt, jeder Spieler spielt 2 dieser fiesen Sagengestalten. Übrigens für 2 Spieler ist auf der Rückseite des Bretts ein 2-Spieler-Spielplan. Da sind dann weniger Wege, weniger Dörfer und so weiter, weil das sich sonst zu zweit ewig ziehen würde und das muss ja nicht sein. Immer wenn ich die Caretos bewege, dann kann ich theoretisch, nur klar, freie Wege benutzen, aber auch die kann ich zu Dorfbewohnern schicken. Immer wenn die auf Dorfbewohner treffen, ebenso wie die Spielerfiguren, dann halten die dort an und tun Dinge. Ist das wie hier, das seht ihr nicht, da, eine Gruppe von Dorfbewohnern, selbe Nummer, dann verstreuen die sich und das Lagerfeuer wird einfach aus dem Spiel entfernt. Treffen die auf einzelne Figuren, dann werden diese Figuren aus dem Spiel entfernt. Das heißt, niemand wird später Siegpunkte für diese bekommen. Besonders interessant, und deswegen wollen wir die häufig bewegen, ist es, wenn die Caretos auf Spielerfiguren treffen. Immer wenn eine dieser Caretos-Gruppen auf eine Spielerfigur trifft, wird die Spielerfigur vom Brett genommen und hier im Hexenkessel eingelagert und da bleibt sie. Das heißt, die spielende Person, der die Figur gehört, hat dann eine Figur weniger zur Verfügung, also nur eine Figur, mit der sie jede Runde was machen kann. Da kommt man wieder raus, wenn eben die Figur eines anderen Spielers oder auch die eigene zweite Figur dorthin geschickt wird. Ja, dann wird ausgetauscht und man erscheint auf einem der Orte auf dem Spielplan neu. Oder aber, und da kommen wir dann zu den Lagerfeuern, man kann jederzeit 2 der gesammelten Lagerfeuer ausgeben, um sich selbst aus dem Hexenkessel zu befreien und wieder ins Spiel zu kommen. Ansonsten kann man die Lagerfeuer ausgeben, um hier so Spukkarten sich zu kaufen. Und die sind eben auch für Siegpunkte zuständig. Die machen dann immer, jedes Mal, wenn ich Leute erschrecke, generieren die Siegpunkte oder kann ich die erfüllen und dadurch die Siegpunkte ergattern. Und jetzt in diesem Fall zum Beispiel, wenn ich irgendwie eine Gruppe erschrecke, in der 2 grüne Figuren stehen, die habe ich hier zum Beispiel. Das sind 5 Typen, 2 davon sind grün. Erschrecke ich die und habe diese Karte, dann würden die sich jetzt wie immer verteilen. Jede Gruppe, die dadurch entsteht, bekommt ein neues Lagerfeuer. Und ich habe 2 Grüne erschreckt, kann ich die Karte umdrehen, ist erfüllt. Das heißt, am Spielende bekomme ich 2 Siegpunkte dafür. Und dann gibt es da andere Karten, die dann sagen, jetzt in dem Fall zum Beispiel, erschreck Leute, die neben Caretos stehen oder erschreck Leute, die neben einem bestimmten Ort stehen oder. Genau, das Spiel geht so lange, bis alle Dorfbewohner den Spielplan verlassen haben, entweder weil sie gefangen wurden von den Mitspielenden oder weil die Caretos sie in die Spielschachtel zurückgeschickt haben.
Genau, das war regeltechnisch Caretos und was wir davon halten, kommt dann jetzt. Beziehungsweise machen wir noch schnell einen kurzen Überblick. Es gibt, wie gesagt, für bis zu vier Spieler jeweils zwei Monster. 2, 4, 6, 8 sind somit insgesamt im Spiel. Und die haben eben verschiedene Aktionen, je nach Farbe, die sie tätigen. Ich nehme an, dass die irgendwie mit der Geschichte, mit dem Mythos, der mit ihnen verbunden ist, zusammenhängen, aber damit die eben nicht bekannt sind, kann ich da jetzt nicht drauf rekurrieren. Jetzt haben wir zum Beispiel hier die Wolfshirtin, die kann sich mit der roten Karte drei Felder weit bewegen und dann ein beliebiges anderes Monster, das muss nicht das eigene sein, ebenfalls drei Felder weit bewegen. Die kann auch irgendwo auf dem Spielplan, wenn sie die gelbe Karten spielt, Leute erschrecken, statt nur da, wo sie gerade steht. Ne? Und dann kann das natürlich sein, dass die jetzt zum Beispiel hier rumsteht und die erschreckt diese benachbart stehende Gruppe. Und das hatte ich ja eben erklärt, dass die immer einzeln fliehen. Und wenn einzelne Dorfbewohner auf Monster treffen, dann werden die gefangen genommen. Und das heißt, ich müsste jetzt, wie immer, hat nur zwei Wege, die gleichmäßig aufteilen. Ne? Ich lasse jetzt einen gelben hierhin fliehen, dann flieht der grüne direkt zu ihr, zu der Wolfshirtin, und dann zack, nimmt die gefangen, der fliegt wieder hier rüber, zack, der ist auch gefangen. Ne? Also das, und das können wiederum andere Monster nicht. Also dieses irgendwo erschrecken, das kann halt nur sie. Und so hat jedes Monster so seine eigenen Fähigkeiten, Hindernisse und Bewegungsweiten. Genau. So, habt ihr gesehen, ne? Ist weit von komplexes Kennerspiel oder so entfernt, aber als Familienspiel mit einem sehr, sehr hohen Interaktions- und Ärgerfaktor ist das richtig klasse. Wir haben jetzt zwei Partien gespielt und wir fanden, also alle, die mitgespielt haben, fanden es einfach nur cool. Klar ist manchmal irgendwie doof, wenn man Karten nachzieht, die einem so überhaupt nicht reinpassen oder eine mitspielende Person ständig hier über diese Sondersymbole extra Aktionen machen kann. Hier hätten wir zum Beispiel das Beispiel, ne? Spiele ich die als nächste, habe ich zweimal das gleiche Symbol direkt nacheinander gespielt und dann kann ich statt ein Monster damit zu aktivieren, beide Monster damit aktivieren. Das ist halt super cool. Ja, und da ist natürlich manchmal ist da der Zufall sagt dann halt, du hast coole Karten, du nicht. Ja, kann vorkommen, stört uns aber in dem Spiel tatsächlich überhaupt nicht, weil es will kein komplexes Planspiel sein. Man muss tatsächlich sowohl eine Strategie verfolgen, als aber auch vor allem ständig taktisch neu reagieren. Und das macht das Ding richtig gut. So, die Story ist irgendwie cool. Es ist super cool, nicht die Helden zu spielen, sondern irgendwie die Schweine, die Leute vertreiben. Und dann, wir bringen die auch nicht um oder so, sondern es ist dann irgendwie auch familientauglich. Also was wir hier tun tatsächlich ist, wir erschrecken die Leute, dass die dann auseinanderlaufen. Genau, und da entstehen einfach irgendwie coole Geschichten, wenn man eine Partie spielt. Lohnt sich total, das mal anzugucken. Wir haben das offen da, könnt ihr gerne mal reingucken. Spielen geht ja momentan nicht. Aber von uns auf jeden Fall, sag mal, wenn ihr ein Familienspiel, ein gehobenes Familienspiel, weil dann tatsächlich manchmal ist das ein bisschen komplexer mit den Fähigkeiten der Viecher, sucht, dann könnte eventuell Caretos was für euch sein. Schaut euch das mal an. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir noch an Spielen hier euch besprechen sollen, schreibt uns das so da unten in die Kommentare rein. Lasst uns ein Abo da, dass ihr informiert werdet, wenn wir weitere Videos hochladen. Und erstmal machen wir jetzt weiter mit den ganzen Herbstneuheiten 2020. Das geht bestimmt bis Ende November oder wer weiß, vielleicht sogar bis Weihnachten, bis wir damit mal durch sind. Ich sage erstmal Tschüss, sag viel Spaß mit Spielen und bis bald.